Wunderschönen guten Abend. Ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Emission von Television Stesel. Die Veredigung von 37 Rekruten vom Herbig an der Sportshalle zu Stesel steht heute am Mittelpunkt von dieser Emission. Es war schon die zweite Kehr, dass die Gemeinde Stesel nur 2010 zur dritten Ruf gerufen wird vom Herbig für eine Zeremonie von der Veredigung zu vollziehen. Hei eisen ausführlichen Reportage. Thank you.
Live invités, liebe Gäste und Kameraden, chers invités und vos titres regards respektiv. Ich begrüße euch alle gut ganz herzlich heute zu Stesel bei Gelegenheit von der Veredigung von unseren Rekruten an der Überreichung von Medaillen am Kader von unseren Missionen. Herr Bürgermeister von der Gemeinde Stesel, es soll euch ein großes Merci, euch an eurem Personal, für das die Armee des Installationen und das schon für die zweite Kehr zur Verfügung gestellt hat, für die Zeremonie können zusammen zu organisieren. Ihr Gemeng hat sich dazu rum spontan bereit erklärt, an ermöglicht so der Armee, sich obeneid dem Grand Public mehr noch zu bringen. Weil heute aber auch ausländisch Militär auf dieser Zeremonie geehrt ging, erlaubt mir mich ganz kurz und sie zu richten. Ce jour, nous nous apprêtons à fêter plusieurs événements. D'une part, la cérémonie pour la remise des médailles à des militaires étrangers qui se sont distingués par un extraordinaire soutien au profit d'eux et une excellente collaboration avec nos contingents déployés dans les théâtres d'opération. Soyez assurés de ma plus profonde appréciation et félicitations aux récipiendaires. Für die hervorragende Zusammenarbeit und Unterstützung, die Sie den luxemburgischen Militärs im Auslandeinsatz zugute gekommen haben lassen, wird Ihnen heute die Medaille de Reconnaissance pour Mission à l'étranger verliehen. In tiefster Anerkennung beglückwünsche ich Sie zu dieser Auszeichnung. Meine herzlichen Felicitationen gehen aber auch und Membern von der Luxemburger Armee, die heute eine Medaille überreicht kriegen. Mit dem Erfüllen von ihren Missionen und sie nicht nur militärisch ihre Professionalität bewiesen, sondern auch Luxemburg ehrenhaft vertreten an alle Situationen. Es soll Ihnen merci für das, was Sie an den jeweiligen Missionen geleistet haben, an einem erstreichenden Verständnis von den Partnern, Eltern und Freunden, die Sie von hier aus unterstützt haben und geduldig auf Sie gewährt haben. Heute also da war auch ein besonders, denn da für die Rekruten von der 24. Session, weil an ein paar Minuten gehen sie an die Reihen von der Luxemburger Armee abgeholt. Rekruten. Für euch, Rekruten von der 24. Session, ist heute ein spezieller Tag, weil das für euch den Aufschluss von 16 Wochen Grundausbildung, die dir den 4. Januar 2016 angefangen hat. Für euch war das eine Zeit für große Umstellung an harter Arbeit. Wenn ihr Haut hier steht, ist das der Beweis, dass ihr gut geschafft habt und dass ihr alle guten Konditionen erfüllt, für eine Familie von der Luxemburger Armee abgeholt zu gehen. Auch will ich die Kader aufheben, die sicherlich zu dem Erfolg beigetragen haben. Für euch vielfältige Missionen, ob nationalen oder internationalen Plan, können zu erfüllen, brauchen wir genug auch gut ausgebildete Soldaten, so wie die, die heute hier am Mittelpunkt stehen. Aus diesem Contingent melden sich justement die Soldaten an Dudoen, die bereit sind, mit ihrem Ersatz Island an den internationalen Operationen zu repräsentieren. Hier Kandidaturen sind auch hier speziell auf hier zu heben. Rekruten von der 24. Session. Durch das Versprechen, das ihr heute auflegt, engagiert ihr euch als dem Staatschef, dem Grand Duc Henri, als dem Staat, an der Armee treu zu dingen, am Matt zu schaffen, zum Wohl von uns allen. Von dem Moment an, wo die Kordel von der Luxemburger Armee droht, seid ihr vollwertig Membren von dieser Institution. Ich felicitiere euch alle gut dazu. Seid euch aber bewusst, dass das nicht ein erster Schritt für euch durchstellt, an dem kompletten Ausbildungszyklus, den die Armee ermöglicht. Das ist ein Zyklus, der aus einer militärischen Instruktion besteht und später komplettiert wird durch Trekkonversion, also eine schulische und professionelle Education respektive Formation, wird während der nächsten Jahren ihr persönliches Engagement fördern. Dazu werden dann auch wichtig Sozialkompetenzen entwickeln, die heute leider nicht mehr so selbstverständlich an der Gesellschaft vermittelt gehen. Rekruten. Ihr könnt stolz sein auf euren Aufschluss.
an neuen Anfang an der Lützbäuer Armee, er soll diesen Tag feiern, wie das sich passt. Leif Eltern auf Rund von der 24. Session. Ich so nicht besonders merci für die Unterstützung, die dir als jüngste Membran die letzte Meint zukommen gelassen wird. Ihre Präsenz hei als der Beweis, dass ihr hinten an dem, was sie machen, weiterhin direkt steigt. Genießt diesen Tag mit ihnen zusammen und profitiert davon, für die Armee an die zuständig gradiert kennenzulernen. Auch gebe ich ihr Spielen, das Kontakt da weiterhin zu pflegen und das Jungkleid auf ihrem Weg zusammen mit uns an Zukunft zu begleiten. Ist so nicht mehr so. Mon général, la commandante du centre militaire, les membres de l'armée, les invités, les dames et les herren. Et qui moment, um den sich sein Leben lang erinnert, weil sein Etappe markieren, weil es ein wichtiges Event gab, mit dem ein Fass aufgeschlossen gab, an ein anderer angefangen wird. Leif Soldatinnen und Soldaten haut also im Moment. Hier sind die 37 Rekruten, die noch vier Monate Instruktion de Base noch bereit sind, für die Armee abgeholt zu gehen. Und die vier Monate wären bestimmt nicht einfach. Der Militärdienst hat spezifische Regeln, und die müssen respektiert gehen, weil sie am ersten Fall Leben retten. Die B vermittelt ein Grundprinzip, das während und auch noch ihrer Zeit an der Armee gilt, wenn sie sich gegenseitig hilft, dann sind sie zusammen mehr stärker. Körperlich und auch mental sind da gefordert gehen, und ich denke, den einen oder den anderen auch mal bis unsere Limite kommen.
Mehr im Endeffekt werden all die Belastungen gewusst, die könnt heute wirklich hoffentlich auf euch sein. Und ich felicitiere euch am Namen von der ganzen Regierung ganz herzlich für eure Ausdauer, für eure Disziplin und für euren Engagement. Merci, aber auch eure Familien und eure Freunde, ihre Unterstützung ist gerade an den Aufgangsmeid Gold wert. Und nicht zu vergessen natürlich eure Instruktoren, die ich für den Militärdienst bereit gemacht habe. Mit der Promesse von heute geht es eine neue Phase. Ein interessanter Parcours leitet für euch und ich bin sicher, dass ihr alles wert zu setzen, für auch die Weh mit Bravour zu meistern. Die Damen und Herren, nach dem Ende des Kalten Krieges haben wir eine Zeit lang wie optimistisch nach hier geguckt. Leider muss man heute feststellen, dass die Welt nicht mehr friedlich ging. Es kaufen und es gehen weiterhin viel zu viele Konflikte und Menassen, die in den letzten Jahren immer mehr nur in die europäischen Grenzen zurückkommen. Attentäter an den letzten 15 Monaten zu Paris und zu Brüssel haben immer mehr gewiesen, dass Europa nicht à l'abri ist von Gewalt und Terror. Als Gründungsmember von EU, NATO, UNO und OSZE wird Lützburg sich engagiert, für die Kollektivsicherheit zu stärken und zu helfen, den Frieden zu garantieren und weiter Kriege zu verhindern. Für das Armee und Missionen wie Mali, am Kosovo oder am Afghanistan kann deelhüllen, braucht es die Unterstützung von der Population, sie braucht die nötigen Materialressourcen und die richtigen Leute. Dafür schaffen wir permanent darum, die Armee noch mehr attraktiv zu machen. Und dazu gehört auch eine performante Rekonversion, wo die Soldaten auf Leben nur der Armee vorbereitet gehen. Ich kann euch nicht versprechen, dass jeder von euch nur seinem Volontariat genau den Arbeitsplatz kriegt, den sich heute vorstellt. Ich kann euch aber versprechen, dass der Minister Schneider und ich alles zu setzen, für das ihr an der Rekonversion den bestmöglichen Bagage mit auf den Weg kriegt, für das ich am Berufsleben die richtigen Stirn abstehen. Weil wir viel motiviert Leute brauchen und weil viele Junker nicht richtig wissen, was die Armee eigentlich ist, haben wir die Decision geholt, einen Präparationskurs für die Armee am Mittelbrücker Lissi-Technik anzubieten. Es geht darum, junge Leute zwischen 17 und 24 Jahren auf den Selektionstest vorzubereiten und ihnen einen Ableger an den Alltag von einem freiwilligen Soldat zu gehen. Der Mittelbrücker Lissi kann für die Rentrée am September eng bis zwei Klassen von um die ca. 20 Schüler abholen. Neben dem Rekrutement von potenziellen freiwilligen Soldaten hat der Kapral auch als Ziel, dem Phänomen vom Schulaufbrecher entgegenzuwirken. Der Kapral bietet ein Remis an Niveau an für die, die das wollen, oder für die, die schon eine Zeit aus der Schule raus sind. Auf diese Manier kann er sich, wie gesagt, besser auf den Selektionstest vorbereiten und es kann evitieren, dass während der IB viele Rekruten abhalten, weil sie zu spät verstehen, dass Leben an der Armee nicht für sie ist. Die Armee ist auch am Gang, mehr zu kommunizieren, mehr zu informieren über ihre Tour. In dem Sinn begrüße ich auch ausdrücklich, dass Promessen nicht nur im Herbisch, sondern auf unterschiedlichen Plätzen am Land organisiert gehen. Merci an dem Kontext dem Stesler Bäuermeister und dem ganzen Chefrat, dass wir diese Zeremonie heute hier machen können. Das ist wichtig, dass unsere Armee mehr visibel wird und dafür machen wir auch geschwind ein Informationsbüro an der Stadt ab, wo junge Leute noch Älteren sich über die Armee an hier die Boucher können informieren. Die Damen und Herren, die Sicherheit von Lützburg hängt auch von der Sicherheit rundherum die Grenze von Europa auf. Dafür wird die Regierung decidiert, als responsablen EU- und NATO-Partner als ein Effort der Defense von 0,4% auf 0,6% im Jahr 2020 zu erheben. Damit haben wir noch einmal die niedrigste Kontribution an der NATO, aber wir machen einen wichtigen Gest von Solidarität, wenn es darum geht, an ein kollektives Sicherheit zu investieren. Wichtig ist der Regierung aber auch, für systematisch zu gucken, dass die Investitionen in Defense aus dem Land respektive aus der Ökonomie etwas bringen. Mit dem Luxgovsat, mit dem RGS-Programm und mit dem Programm für den Herbisch zu renovieren, haben wir schon fertig gebracht, eine Reihe Defense-Investitionen zu machen, die uns eine Retour-Ökonomik bringen. Leben Wittgen, am Kader von dieser Zeremonie gehen heute auch die Soldaten ausgezeichnet, die an Auslandsmissionen waren. Die haben das Land gut vertreten.
Die hat ein exemplarisch Arbeit gelegt. Die sind als Diplomaten an Uniform an Krisengebieten. Ich erinnere daran, dass in Lützburg das Militär am Mali einem Attentat entkommen ist und dass Lützburger Soldaten nach den Terrorattacken zusammen dem belgischen Kollegen geholfen haben, auf Militärbasen Sicherheit zu garantieren. Die Lützburger Armee schafft gut mit ihren ausländischen Partnern zusammen. Dafür gehen eine Reihe von ihnen hat ausgezeichnet als Merci für all das, was sie während ihren respektiven Auslandsmissionen für Eisenkontingent gemacht haben. Die Welt bleibt nicht stehen. NATO und die EU sind am Gang, sich ernst aufzustellen und hier Militärstrategien anzupassen. Lützburg muss sich abbringen und seinen Beitrag leisten. Die vielen für unsere Defense und für unsere Armee sind groß, dafür als zusammen schaffen und zusammen halten, mehr wichtig wie sie. Merci. Das war der offizielle Teil von der Vereidigung von den Soldaten vom Herbisch. Die bisschen mit Privatfeier, nur der offizielle Feier, weisen wir euch dann an unserer nächsten Emission. Als Emission von heute beenden wir mit ein paar Andrücken von einer Ausstellung aus der Galerie am Dorf. Round and round, you gotta have friends, or you'd spiral out.
first the way, just think of your brother right next to you. Ich habe in Berlin ausgestellt, aber auch in Frankreich mit einer anderen Künstlerin zusammen. Und das war dreimal, so über 3 Jahre. Und hier wohne ich in Luxemburg seit 2013. Und ich habe 3 oder 4 Mal in Waffedage ausgestellt. Und das ist mein erstes Mal in Steinsel. Ich male gern mit Ölfarben, aber ich zeichne auch gern die Natur. Ich liebe die Muster, dass man in die Natur finden können, wenn man wirklich hinguckt. Ich mag gern Bücher lesen und ich bekomme auch Themen durch Bücher. So diese hier zum Beispiel ist von das Buch Brave New World inspiriert. Und das hat mit der Zukunft zu tun, aber es ist auch etwas über die Präsenz. Und hier zum Beispiel, viele Leute gehen zu Galerien und die gucken ganz schnell und die gehen wieder zu Hause. Aber ich möchte es gern, wenn die Leute schauen ein bisschen länger zu Bildern. Und darum, man denkt zuerst, man sieht einen Mond, aber es ist eigentlich die Erde. Und ich wollte, dass die Leute denken, wo sind wir, wo sind wir, wo stehen wir hier, weil da ist die Erde, sind wir aus, in einem anderen Planet zum Beispiel, aber das ist eigentlich Waffedage. Und hier ist da dieses Dorf Waffedage. So, ich finde es für mich so eine Gehirnspiele und ich mag es gern zu überlegen. Das war eine Mission für heute. Ihr könnt Television Stesel auf Dock, dem offenen Kanal, gucken. Die Ausstellungszeiten dafür könnt ihr an der geschriebenen Presse nachlesen, am Telegram, an der Telerevue, aber auch am Lützburger Wort. Des Weiteren könnt ihr auch Television Stesel um Infokanal von der Gemeinde Stesel gucken, an das am Bouquet von der Eltrone. Oder auf www.steinsel.lu. Ich sage nicht, merci für Nachgucken für heute und bis die nächste Karriere.